wohl so. Ja, Komani von Bayern allen. Ja, habe ich doch gesagt, der geht von Bayern allen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. So, das war Wenzel. Wenn es irgendwo scheppert. Micha Wenzel war da. Ups. Ja, jetzt muss er vom Dings gehen. Ja, ich meine, der Edgar ist ja, glaube ich, nach der ersten Runde an die Box und fährt auch immer noch mittlerweile vorgefahren bis auf Platz 8. Das heißt, er fährt auch fast das ganze Rennen ohne Stopp, weil dieser eine Stopp war ja wahrscheinlich ein Reparaturstopp. Ja, aber wahrscheinlich konnte er ja damit genügend Sprit mitnehmen, sodass er jetzt sich darum keine Gedanken machen muss. Und wenn die Reifen wirklich halten hier auf dieser Strecke, was ja im Prinzip auch richtig ist, weil es werden ja nicht keine allzu hohen Geschwindigkeiten hier gefahren. Ja. Das ist das Einzige, was du machen kannst in so einer Situation. Dein Rennen ist eigentlich gegessen, dann kannst du nur noch, ja, pokern. Hoffen, dass es klappt, Sprit rein bis auf Maximum fahren bis zum Ende. Hoffen, irgendwie nach vorne gespült zu werden. Aber was der Jörg hier veranstaltet, Komani, also Respekt, ordentlich mehr nach vorne gefahren nach diesen ganzen blöden Ereignissen. Ja, Andrzej König kommt langsam näher an den Alex, aber zu Zehntel für Zehntel ab, aber das geht nicht. Engelhardt kommt auch mal in die Box. Also die Boxenstopps, die er beim letzten Mal eingespart hat, die holt er heute nach. Er ist eh schon in letzter Position abgeschlagen. Also ja. So, hier Wenzel und Streblo jetzt im Fight. Hoch das Bein. Ja, und wer fährt da gerade aus? Michael Wenzel. Ja. Oh, sorry, das muss da gerade sein. Der Junge, der nervt da gerade ein bisschen. Ja, Michael Wenzel wieder zwei Plätze verloren, also er hat sicherlich die meisten Positionen zu lieben in diesem Rennen. Was macht der denn jetzt? Lässt er den Hans-Peter Maid durch? Ob das gar... Oder ist der... Moment mal, Klebo, Maid, Wenzel. Das habe ich jetzt nicht verstanden, warum hat er das gemacht? Der hat gerade den Maid durchgelassen. Ja, ich habe es gesehen. Also, sehr merkwürdig. Das war mit Sicherheit ein Irrtum. Ja, da war durch die Überrundung wahrscheinlich gedacht, okay, da kommen jetzt gleich zwei, dann lässt du dich mal durch. Ist das eine sein Konkurrent war? Okay. Das macht aber auch nichts mehr. Also so viel vor und zurück, wie er schon hatte in dem Rennen, kommt auf die eine Position auch nicht mehr an. So, wir haben jetzt hier den Führenden und ja, wir haben noch 5 Minuten. Und ich glaube, wir kriegen hier wieder einen Showdown wie auf dem Nürburgring. Weil König ist bis auf ja, 1,5 Sekunden, 2 Sekunden dran. Das hatten wir doch bestellt, ne? Naja. Gut, allerdings wird das hier wohl nicht ganz so einfach wie auf dem Nürburgring. Schauen wir mal, ein bisschen Zeit haben wir noch. Also Platz 3 für Ole Herderich. Auf der 4 Achim Krause. Und der Herderich, ehrlich, der fährt durch. Der fährt echt durch. Also wenn der jetzt nochmal. Wenn der jetzt nochmal in die Box muss, dann hauen wir den so weit von die Backen. Ehrlich. So, Andreas Oehlich, Platz 5. Platz 6 für Julian Siebenbiedel. Auf der 7 Stefan Bäumer. Auf der. Was ist hier los? Ostermann! Völlig lediert! Hans-Peter Maid! Jetzt 9. Ostermann fightet noch wie ein Mann. Qualmt, das Auto qualmt aber aus allen ja, Löchern, wie ja, auch immer. Herrlich.
Und es hat wieder Jörg Omanie erwischt, der auch zwei Plätze verloren hat. Ich befürchte, bei Ostermann sind die Bremsen hin. Aufhängen oder bremsen. Der fuhr eben beim Bremsen, Anbremsen völlig geradeaus. Hoffentlich hält er sich jetzt raus. Wer ist denn hier jetzt noch in der Box? Jörg Omanie, nochmal in der Box. Switch mal nach vorne, der Andre kam gerade Richtung Edgar. Ja, der ist an ihm vorbei. Ja, lange. Nee, das ist jetzt der Andre. Jetzt ist nämlich erst der Andre. Ja, aber der ist vorbei. Ja. Das ist ja heikel, wenn jemand so einem wundweiten Auto da rumfährt, dann hat er nicht immer so richtig unter Kontrolle. Ja, wie immer zum Ende zieht die Action nochmal an. Ja, Ole Hedderich, der Mann des Tages, das kann man wohl laut sagen. Ja, definitiv. Michael Wenzel, auch mal wieder an der Box. Es ist grandios. Ich hoffe, dass unsere Fahrer unsere kleinen spitzen, ironischen Bemerkungen nicht persönlich nehmen. Also das ist hier sicherlich alles ein bisschen zur Unterhaltung gedacht. Aber es ist schon erstaunlich gut. Also ich gehe mal davon aus, wir haben jetzt noch 2 Minuten 32 und der Rückstand von, was ist das hier, 2,9 Sekunden, den König auf Rambo hat, den wird er jetzt auch nicht mehr reinfahren. Also von daher können wir uns jetzt auf den Rest konzentrieren. Genau, und sagen wir ganz ehrlich, die Spitzen sollten sie mittlerweile kennen. Das ist ja schon die YouTube-Übertragung, die wir zusammen machen, die 112. Also. Ja. Ich könnte mich tatsächlich so ein bisschen ärgern, dass ich nicht Buch geführt habe, wie viel Moderation ich schon gemacht habe. Aber ist nun mal so. Ich kann es leider nicht mit Sicherheit behaupten. Aber von denen, die ich hochgeladen habe, unter meinem Namen, sind es in den letzten 2 Jahren zumindest über 500. Und tolle Sache, ist total witzig. Ja, klasse. So. Wer war das hier nochmal in der Box? Wir. Herzlich. Oh, jetzt wissen wir, was das Feld vorhin war. So, Alex Rambo hier auf der 1. Ja, von der Zeit her ist das ausgehen, dass er jetzt in die letzte Runde einbiegt. Ja, definitiv, das wird die letzte Runde. Und ich denke mal, da lässt er halt auch nichts mehr anbrennen. Wenn da jetzt, weiß ich nicht, eine halbe Sekunde weniger ist als in der Runde vorher, aber da muss er sich jetzt hier keine Gedanken mehr machen. Wenn er jetzt keine Fehler mehr macht, ist das Ding im Sack. Ja, nach Pole Position, der Sieg wäre ja auch nur verdient. Ja, und dann wäre er punktgleich mit Andre König. Er kann das ja eigentlich nicht haben. Oh, das sind noch so Situationen. Und wer stand da im Weg? Ich weiß nicht. Könnte so einer. Na, dieser noch. Michael Wenzel. Der wäre jetzt beinahe noch das Zünglein an der Waage geworden. Hätte so ein bisschen gepasst. Aber der Michael ist halt ein super witziger Typ. Also ich denke mal, der nimmt das auch mit Humor. Ja, auf 3 immer noch den Ole Hedderich. Sensationell. Ja, Ole Hedderich fährt hier ohne große Boxenstopps durch, allerdings auch mal mit einer Rundenzeit, die in etwa, wo er auch hätte einen Boxenstopp machen können. Ja, aber es hat ihn aus dem ganzen Stammbesuch rausgehalten. Er war nicht in Positionskämpfe verwickelt, außer da also den Andre ein bisschen aufgehalten hat. Ansonsten fährst du ja gegen den Strom. Ja. Das ist hilfreich. So. Ja, herzlichen Glückwunsch, Alex. Mehr hat's verdient. Würde ich so sehen. Alex Rambo gewinnt das Ding vor Andre König. Und hier sehen wir auf Platz 3 so eine kleine Sensation, würde ich meinen. Ole Hedderich. Ohne Boxenstopp fährt er hier das Rennen zu Ende. Da ist er im Ziel. Ja, da kann man nur sagen, Respekt. Auf Platz 4 Achim Krause, dicht gefolgt, wirklich dicht gefolgt. Von Platz 5. von Andreas Oehrlich. Genau. Ja, Julian Siebenwiedel, dessen Namen wir immer wieder korrekt aussprechen auf der 6. Genau. Stefan Bäumer, 7.
Sag das nicht. Sag das nicht, ich wollte gerade sagen, die sind noch irgendwie fleißig unterwegs. Dicht vor Streblo. Genau, die beiden haben noch hier 8, Daniel Streblo, aber ich denke mal, das ist jetzt die Zielkurve. Da wird sich jetzt nicht mehr viel gehen. Nein, es wird so sein. Mann, ist mit dem Namen, solange ich den ablese und du ihn nicht aussprechen musst, sagen wir ihn richtig. So, dann Hans-Peter Malt. Auf der 9, genau. Edgar Ostermann noch bis auf die 10 vorgefahren. Jörg Omani, der Mann der Box, mit irgendwie 4 Stops auf der 11. Ja. The Wall, Michael Wenzel. Ja. Auf der 12. Michael The Wall. Ja. Genau. Felix Appelt auf der 13, Kai Schimotzki 14, Enrico Herzig 15. Jürgen Engelhardt hat es irgendwie dann doch nur ins Ziel geschafft auf der 16. Moment mal. Ja, was ist das denn bitte? Da soll mal einer sagen, R-Faktor hätte kein Schwanzmodell. Das ist ja geil. Das habe ich auch noch nie gesehen. Nee. Halt, hier müssen wir hin. Ey, wie geil ist das denn? Was ist das denn für ein Abtrieb jetzt hier? Der hebt ja ab. Ja. Also das finde ich schon sehr geil. Ja, macht auf jeden Fall ein schickes Bild. Er hat sein Auto weitwund ins Ziel gerettet. Und der Rest ist leider ausgeschieden. Mit Yves Mekus, Sascha Landgraf, Dani Borowski, Andreas Borde, Robin Frischkopf. Und am Start haben wir, glaube ich, direkt den Robert Stratter verloren. Genau. Wow, was für ein Rennen. Und ja. Es wird langsam zur Regel. Ich hatte wieder mal recht. Wir sind deutlich zweistellig. Ja, das ist aber etwas, was mich gigantisch freut, dass du recht behalten hast und nicht ich. Ja. Und von daher alles gut, alles schön. Natürlich die Ausgefallenen sicherlich nicht so glücklich, aber mein Gott, es ist nun mal Rennenfahren und da müssen wir durch. So, ich mache mal hier die Durchsage, ich bestelle mal die Herren hier in den Channel. Genau. Da sehen wir es noch im Hintergrund. World Cup Round 2 auf gt3-cup.net. Mein lieber Ole, herzlich willkommen hier. Mal wieder zum Interview. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich heute noch mehr als sonst, dich heute hier zu haben. Weil das war ja wohl mal eine Sensationsleistung. Hast du von Anfang an geplant, durchzufahren? Ja, das war der Plan. Ich erinnere mich noch so ein bisschen im Briefing, dass jemand sagte, du kommst mit einer Tankfüllung nicht durch. Mitten im Rennen ist uns eingefallen, dass ja der Jürgen Engelhardt im ersten Rennen auch durchgefahren ist. Und da kamen dann die ersten Zweifel. Da waren aber noch 19 Minuten zu fahren. Und dann warst du da ziemlich stur unterwegs. Und die Zeiten waren jetzt bis auf die einen Ausrutscher, da muss irgendwas passiert sein. 1,30er Rundenzeit. Waren auch relativ konstant. Also war das getestet? War das einfach oder hast du jetzt einfach gedacht, ich riskiere es? Ich habe heute Morgen oder heute Mittag mal einen Long Run gemacht und ja, da waren irgendwie 43 Runden kein Problem. Okay. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, muss man mal probiert haben. Die Sache war, also der Sprit war nicht das Problem, der Sprit reichte locker. Die Reifen waren eben das Problem. Wenn man von Anfang an voll drauf gefahren ist, dann war Ende Gelände. Und durch die diversen Kleinigkeiten, die mir jetzt heute passiert sind, zum Beispiel beim Start, war übrigens der schlechteste Start in der Serie bis jetzt. deswegen gleich 2 Plätze verloren statt was gewonnen. Und ja, dann ist mir noch einer irgendwie hinten dran gefahren oder so. Ich habe es nicht richtig mitgekriegt. Es gab auf jeden Fall einen ordentlichen Schlag. Und ja, dann diverse Kleinigkeiten und Ausrutscherchen. Und
Ja, das hat den Reifen natürlich nicht gut getan, dann auf die Renndistanz hin. In der letzten Runde ist mir dann hinten links der auch geplatzt, aber ich habe es ja noch ins Ziel gebracht. Ja, du hast ja auch genügend Vorsprung. Vielleicht ganz kurz, der Fight mit Angie war ja auch wirklich sehenswert. Also das muss man ja mal ganz klar sagen. Bis auf den kleinen Umdreher war das ja wirklich ein hammerharter Fight und du hast ja auch wirklich voll dagegen gehalten. Also was man nicht von jedem deiner Mitstreiter sagen kann. Hast du Bammel gehabt in der Zeit, wo er hinter dir war? Wieso Bammel? Sind wir ja nicht am Kindergeburtstag? Ja, genau das wollte ich doch hören. Naja, ist schon richtig. Nee, also war das vielleicht auch so ein bisschen der Grundstein dafür, für den dritten Platz insgesamt? Nee, ich denke nicht. Eigentlich hatte ich mir mehr ausgerechnet. Nur dadurch, dass ich am Start eben zwei zurückgefallen bin und dadurch konnte ich den Abstand natürlich nicht kontrollieren zu den beiden vorne. Ja. Wenn ich da den dritten Platz gehabt hätte nach dem Start, dann denke ich, hätte ich nach den Boxenstopps der beiden irgendwie so 20 Sekunden Vorsprung gehabt. Und die hätte ich dann vielleicht ja bis ins Ziel verwalten können. So war eher der Plan. Also, okay. Na gut, auf alle Fälle ein wirklich guter dritter Platz. Also ich war restlos begeistert und ja, wollen wir mal gucken, wie sich das Ganze dann auch in der Meisterschaft auswirkt. Ich habe jetzt noch nicht gerechnet, aber könnte schon ein bisschen was geben jetzt erstmal an Pünktchen. Gut, ich übergebe an Jens. Okay. Ja. Zweiter Platz, Start gewonnen, ein bisschen Theater gehabt während des Rennens, ersten Platz verloren, als Zweiter im Ziel, zufrieden? Ja, na gut, einen Sieg habe ich mir ausgerechnet heute, hat zwar nicht ganz funktioniert, durch den Umschubser von Ole, das war, denke ich mal, der ausschlaggebende Punkt. Ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass der Ole nochmal bremst, wo ich schon voll auf dem Gas stehe und ja... Letztendlich habe ich ihn dadurch berührt und rumgedreht auch. Ja, gut, im Quali konnte ich nicht ganz meine Performance zeigen, die eigentlich drin gewesen wäre. Aber ja, trotzdem letztendlich zufrieden noch mit P2. Weil, wenn ich Dritter nur gewonnen und Alex Erster, dann wäre er von den Punkten her schon vorbei gewesen. Und jo, so sind wir jetzt punktgleich. Und das von daher wie ein halber Sieg. Das ist aber sehr diplomatisch ausgedrückt. Also, ich muss schon gestehen, ich habe mich während des Streams auch ein bisschen kritisch geäußert, weil ich fand, diese Umdreher war einfach überflüssig. Hat dich letztendlich den Sieg gekostet, du hattest den Speed, du hättest gar nicht so viel Druck machen müssen. Gehst du da, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich wäre einfach 3-4 Meter hinterher gefahren und dachte, okay, im engen Gestänge komme ich jetzt eh nicht vorbei, guck mir an, wo er seine Schwächen hat, da hätte ich vielleicht gesehen, dass er gerade in dieser Kurve langsamer ist als ich, probiert er vielleicht mal was anderes aus, aber wir hatten diesen Umdreher ja auch schon auf dem Nürburgring, da hast du ja den Alex zweimal umgedreht, ist das nicht dann vielleicht so 2-3% immer zu viel, die du zeigst? Würde ich jetzt nicht sagen, aber mit dem Rumdreher bei Ole, wie schon angesprochen, war das, ich habe halt einfach nicht damit gerechnet, dass er nochmal bremst an dem Punkt, wo ich schon voll auf dem Gas stehe. Von daher wäre ich sonst ja nicht so dicht aufgefahren. Und dadurch ist es halt gekommen. Ich habe bloß die Bremslichter gesehen, habe aber schon voll auf dem Gas gestanden und dadurch konnte ich nichts mehr machen. Da ist eine Reaktionszeit vom Menschen einfach zu langsam. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen trainieren oder so. Okay. Aber sonst, ja, keine Ahnung. Ich probiere halt immer das Beste rauszuholen und ja, heute hat es nicht gereicht für den ersten Platz, aber trotzdem Glückwunsch an die anderen Bene, die mit mir auf dem Podium stehen und hat es trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Bin durchgeschwitzt und ja. Davon gehen wir mal aus bei der Strecke. Ja, uns hat auch Spaß gemacht, unter Streben, Gottes Willen. Also, der Sieger gebührt dir. Lutz. Genau. Achso, mir. Mensch. Ja, machen wir Ping-Pong, oder nicht? Ja, genau. Na, ich hätte dir jetzt schon auch noch den Alex gegönnt. Alex, mein Lieber, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Es waren, glaube ich, noch 14 oder 15 Minuten, als das passiert ist. Mit dem Umdreher da, mit dem Unfall mit Angie.
und du bist dann vorbei und hattest dann erstmal, glaube ich, 3,5 Sekunden Vorsprung. Mhm. Dann passierten aber noch so 2, 3 andere kleine Fehlerchen. Bist du, ich meine, ihr seid ja dann in einem Channel. Gäbe es bei euch jetzt das Ding, okay, Alex, das war jetzt meine Blödheit, fast zu Ende, oder fightet ihr dann bis aufs Blut? Nee, also ich denke, wäre Angie da nochmal dichter gekommen, hätten wir schon noch, also wäre wieder so eine Nürburgring-Nummer wahrscheinlich geworden. Nee, also wir hatten nicht die Absprache, dass wir jetzt, oder dass einer sagt, komm, fahr zu Ende das Ding, sondern ja, wir haben halt keine Teamorder und jeder fährt für sich. Und solange wie es im Rahmen bleibt, fighten wir natürlich. Und ja, so war halt der Plan. Ich hab's auch erst gar nicht mitbekommen, dass Angie da mit bei war bei dem Dreher von Ole. Ich dachte, der hatte sich alleine irgendwie rumgedreht. Und wo ich dann gesehen habe, oben P1 und Angie 4,5 oder so zurück, da war mir erst klar, dass er eigentlich auch hinter mir war. Und dann dachte ich, okay, wenn du jetzt den Rhythmus beibehältst, und dann guckst du natürlich ständig auf die Uhr und zählst runter nach 15, noch 10, noch 5 Minuten. Ja, aber letztendlich war der Abstand zum Schluss immer so 2,5 Sekunden bis auf die letzte Runde. Da war nochmal viel hin und her mit Überrundung und so, aber nee, war so in meinem Rhythmus drin und konnte die Sache schön zu Ende fahren. Also war ein super Rennen für mich heute. Ja, wir haben auch nicht, wir haben auch gut die Luft angehalten, als in der letzten Runde der Micha Wenzel da nochmal irgendwo quer stand und du um die Ecke gefecht kamst und gerade noch so ausweichen konntest. Ja, das war wohl gut zu sehen. Aber letztendlich war es doch eine Geschichte. Ich meine, der Start, ich meine, hast du dich geärgert, ob diese Startaufstellung hier, dass du im Prinzip keinen räumlichen Vorsprung hattest auf Andrzej, weil dann wärst du wahrscheinlich vorne geblieben? Ja, ich habe es auch erst im Rennen wirklich in der Startaufstellung mitbekommen. Sonst eigentlich nicht diesen Test, den Angie macht, im Training einfach mal zu gucken, wo man überhaupt steht und wie weit die Abstände sind. Und von daher dachte ich schon, naja, Angie, wenn du jetzt gut wegkommst, dann hast du wahrscheinlich einen Vorteil. Und so war es denn. Wir sind in etwa gleich weggekommen. Und ja, da hatte Angie einfach einen Vorteil. Ich dachte zwar zuerst, wenn du jetzt einen richtig guten Start machst, dann kannst du vielleicht links rüberziehen und vor Angie bleiben, aber ansonsten hast du keine Chance und Angie wird natürlich innenbleiben. Ja. Genau, er stand einfach auf der besseren Linie und ja, das war dann sehr, sehr ärgerlich, könnte ich mir vorstellen. Aber gut, letztendlich ist es gut für dich ausgegangen, geplant oder gerechnet hast du wahrscheinlich mit dem Sieg nicht, zumindest nicht nach den ersten zwei Dritteln des Rennens. Aber nee, absolut nicht. Ja, aber letztendlich hat es gepasst und ihr seid jetzt punktgleich. Für uns ist es gut, für die Meisterschaft ist es gut und wenn er jetzt nochmal ein Rennen so beide auf Platz 7, 8 ankommen würdet, wäre es noch besser. Das fände ich auch gut. Das wird nicht passieren, genau. Ja, hoffentlich. Da wollen wir mal gucken. Ja, wir nehmen alles. Ja, nein. Aber wenn ihr mit euren Strategien da so zaubert wie du heute, na dann Prost Mahlzeit, da kann ich mich warm anziehen. Ja, also ja. Respekt auch an Ulla, also war wirklich ein super Ding. Dachte immer nach der ersten Hälfte des Rennens, Mensch, der kommt gar nicht in die Box und der fährt und fährt und fährt. Und ich sage mal, Angie, guck mal, der fährt immer noch. Und ja, also man kommt schon ein bisschen Angst, wenn man sieht, wie manche Leute, wie viel Geduld die mitbringen in so einem Rennen und wie die halt schaffen, eine Stunde durchzufahren. Meine Reifen waren wirklich total am Ende nach der ersten halben Stunde. Du hast ja, Reifen gewechselt? Auf jeden Alex? Fall, also mein Reifen war kurz vorm Platten vorne links. Der war bei mir schlimm. Ja, Angie? Ja, wie bei mir, sag ich. Also ja, okay. Ich hatte genau dasselbe Problem. Und na gut, wir hatten uns sowieso darauf eingestellt, dass wir stoppen werden. Von daher, aber... Ja, ich fand die Boxenstoppzeiten halt sehr kurz. Aber kann sein, dass ich das vom GT3 Cup auf Simracing Org irgendwie, weil da steht man halt eine Minute, wenn man Reifen wechselt. Das war dann wohl hier anders. Hatte ich so nicht mehr auf dem Zettel. Aber nichtsdestotrotz, also ich sag mal so, wir hatten tatsächlich so Vorfeld, ich habe wirklich drauf getippt, dass wir nicht zweistellig ins Ziel kommen, mit einer zweistelligen Anzahl von Fahrern. Aber ich habe an euch geglaubt. Ja, und Jens hat gesagt, es wird so sein und es war so und ich bin sehr, sehr glücklich über dieses Rennen. Also es hat sicherlich, wie immer, die ausfallen, die werden da sicherlich anderer Meinung sein, aber letztendlich, das ist nun mal hier wirklich, dass hier Leute ausfallen mit Unfällen, das war absolut vorauszusehen und wir hatten drei Ausfälle mit technischen Problemen.
Lenkrad, Internetverbindung, was auch immer. Von daher ist das alles im Rahmen. Und ich fand es einen tollen Abend und vielen Dank an euch drei. In erster Linie natürlich für auch die Action, die dann auch da vorne auf den vorderen Plätzen noch passiert ist und natürlich an alle, die hier das Ziel erreicht haben bzw. teilgenommen haben. Also feine Sache, mein lieber Jens, wie auch immer an dich der Dank für das doch noch kommen, trotz familiärer oder trotz Familienfeier und ja. Ja, war ja ein bisschen spektakulär und aufregend im Vorfeld, aber wir haben mal wieder einen tollen Abend zusammen gehabt und das lag hauptsächlich an den Jungs, die sich da auf der Strecke irgendwie im Kreis gedreht haben. Ich freue mich auf weitere Rennen. Weiter so. Genau. Sagen wir Tschüss und mit einem kleinen Video und dann geht es. Warten wir mal auf das, was hier noch kommt diese Woche. Da ist noch eine ganze Menge. Schaut in den Kalender bei SimRace TV. Gibt wirklich jede Menge Action und ja. Ich kann den Donnerstag empfehlen, Surfers Paradise. Und ich den Samstag, Sim Racing Org, 4 Stunden Spa. Stimmt, da bin ich ja am Start. Genau. Super. Mit Jens Purkott am Steuer. Das wird lustig, das verspreche ich euch. Und Stefan Bollmer ist, glaube ich, auch dabei. Da kriegen wir die Neuauflage von Prenant. Also, bis bald und tschüss. Thank you.